Christian Schuld, ein Mensch, der sich Tag ein, Tag aus mit Marketingtrends befasst. Wie lassen Sie sich selber noch verführen? Ich weiß gar nicht, ob ich mich wirklich verführen lasse. Also ich würde sagen, es gibt Dinge, die mich emotional ansprechen. Das ist ja auch das, was ich versucht habe rüberzubringen, dass das die Gegenwart und Zukunft des Marketings sein wird. Und das sind bestimmte Kampagnen tatsächlich auch. Es sind Empfehlungen, es ist alles möglich, es kann alles möglich. Aber irgendwo, wo ich eine persönliche Verbindung natürlich aufbauen kann. Ein Beispiel. Und das sind, da muss ich direkt mal überlegen, was mich zuletzt wirklich berührt hat. Ich könnte als Beispiel nennen den Film, den ich eben gezeigt habe. Also das ist etwas, wo ich wirklich nachhaltig denke, das ist eine gute Geschichte, hinter der ich auch persönlich stehen kann. Und etwas, das ist jetzt nicht kein Produkt, das auf mich zugeschnitten ist, offensichtlich, aber es ist trotzdem etwas, wo ich irgendeine Art von Verbindung fühle. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wo es auch um Empowerment geht. Sie haben gesagt Emotionen. Es ist mir aufgefallen im Referat, Sie reden von Emotionen, man redet von Experience Marketing. Ich frage mich einfach, es geht ja letztendlich doch ums Verkaufen eines Produktes. Also ist Marketing heute unehrlicher als früher? War es früher ehrlicher? Nee, das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, es ist im Gegenteil ehrlicher heute. Natürlich geht es ums Verkaufen, aber verkauft werden kann nur das, wo auch eine Verbindung aufgebaut werden kann. Und zwar eine Verbindung, wo der ermächtigte Konsument, der viel besseren Einblick hat als früher in die Organisation und auch in die Produkte und was dahinter steht, wo dieser Konsument sehen kann, okay, das ist eine authentische Einstellung auch von Seiten des Unternehmens und von Seiten des Marketings letztlich auch, die dazu besteht. Und insofern glaube ich nicht, dass es unehrlicher ist, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich ehrlicher. Und es kann auch nur ehrlicher sein, weil wir eben in Zeiten der digitalen Transparenz leben, wo es sehr viel schwieriger ist, Dinge zu verschleiern und eine falsche Werbebotschaft zu übermitteln. Aber es wird wahrscheinlich schwierig sein, ein Unternehmen zu finden, das nicht sagt, wir sind authentisch, wir wollen Emotionen weg mit unserem Produkt. Wenn jetzt alle auf Emotionen setzen, ist die Gegenfrage, haben wir da nicht schnell auch einen Overkill, wenn alle das Gleiche tun? Es geht ja auch nicht nur um Emotionen, sondern es geht natürlich auch darum, dass die Produkte gut sind. Also das sind die beiden Seiten sozusagen. Also es muss erstmal ein gutes Produkt, ein guter Service auch da sein. Es ist beim Marketing, genau, da wird es dann interessant, wie bringe ich das rüber? Und da spielen Emotionen eine größere Rolle. Ich glaube, die Frage ist ganz berechtigt. Ich weiß nicht, inwiefern wir da sozusagen eine Obergrenze an Aufnahmevolumen haben, was das betrifft. Es gibt bislang noch nicht so viele Unternehmen, die das wirklich gut umsetzen. Insofern also erschlagen besteht, von Gefühlen irgendwann. Also noch sind wir nicht da, noch sind wir nicht so weit, da ist noch Luft nach oben. Aber natürlich, wenn das sozusagen nur noch der einzige Weg ist, dann muss man sich wiederum darin natürlich differenzieren. Und dann wird es neue Möglichkeiten des sich Unterscheidens geben müssen. Aber es sind natürlich auch schwierige Konzepte. Authentizität, da verstehen alle etwa das Gleiche drunter. Aber wenn man dann in der Praxis schaut, was es bedeutet, wird schwieriger. Das heißt, wenn ein Unternehmen auf einen Influencer setzt, wo sie sagen, es ist viel authentischer, wenn die Jungen zum Beispiel von Gleichaltrigen angesprochen werden. Aber plötzlich spürt man ja doch, dieser Influencer wird vielleicht bezahlt, er muss Produkte promoten, für die er Verträge abgeschlossen hat und wird dadurch wiederum unauthentisch. Wie groß ist dieses Risiko? Naja, das glaube ich eben nicht, dass das unauthentisch ist. Das ist ja das, was ich Neo-Authentizität genannt habe, dass wir hier eine neue Dimension von Authentizität erlangen, die sozusagen käuflich wird und trotzdem glaubhaft bleibt. Und zwar aber nur so lange ehrlich und offen kommuniziert wird und solange klar ist, da wird dahinter gestanden, hinter dieser Botschaft, hinter dieser Geschichte. Also in dem Beispiel, das ich gezeigt habe, war das ja der Fall. Und ich glaube, auch Influencer, YouTuber beispielsweise, sind smart genug inzwischen, dass sie sich nicht einfach für alles Mögliche hergeben, weil sie dann nämlich sofort ihre Community verlieren. Ja, also die machen auch nicht alles mit, sondern nur das,
wo gemerkt wird, hier besteht eine Konsistenz und das ist letztlich die Authentizität. Und dann wird vieles verziehen, in Anführungszeichen, beziehungsweise es wird vieles ermöglicht. Aber es ist eine Gratwanderung zwischen authentisch bleiben, Narrenfreiheit zu haben und eben trotzdem noch korrekt zu bleiben. Ich habe dieses Beispiel vor mir von PewDiePie, diesem Superstar der Gaming-Szene, der dann plötzlich mit einem unvorsichtigen Kommentar sich auch Hass zugezogen hat. Man hat ihn in die antisemitische Ecke gestellt. Wie groß schätzen Sie das Risiko ein, dass Unternehmen eingehen, wenn sie halt auf diesen sogenannten Kontrollverlust dann auch setzen, der mit YouTubern einhergeht? Ich glaube, das Risiko hält sich in Grenzen. Zum einen, weil die YouTuber selber sich bewusst sind, wie sie kommunizieren können und sollten, um auch ihre eigene Popularität nicht zu gefährden. Im Fall von PewDiePie, was Sie erwähnt haben, da ist es natürlich gut. Man kann sowas nicht kontrollieren. Der Kontrollverlust, der ist vorhanden, der grassiert, der geht einher mit diesem medialen Wandel. Das ist liegt in der Natur der Sache sozusagen. Und es ist auch ganz natürlich dann, dass nicht alles reibungslos verläuft und dass es immer mal wieder irgendeinen Aussetzer geben kann. Ob bewusst oder unbewusst, ob berechtigt oder nicht. In dem Fall weiß ich, ist es schwer zu beurteilen. Aber es ist natürlich verständlich dann, dass sich die Unternehmen auch wieder davon entfernen und distanzieren. Und man muss mit sowas rechnen, ganz einfach. Ja? Also auch dafür muss man entsprechend aufgestellt sein. Und da sind wir dann wieder eher beim Thema Kultur des Unternehmens und der Organisation. Wie geht man dann auch mit solchen Sachen um, die nicht ganz gerade laufen? Ja, also das ist ja eben gerade der Switch, den man braucht. Es ist nicht die Umstände sind nicht mehr planbar, wie es einstmals gewesen ist, sondern man muss eben mit der Unplanbarkeit, mit der Unvorhersehbarkeit sich dafür rüsten. Was dann in der Praxis natürlich wieder schwierig ist. Jetzt beobachten Sie diese Trends, diese Marketingentwicklung. Alles klingt sehr logisch, Emotionen ziehen, Authentizität, Beziehungen. Was war denn für Sie in letzter Zeit absolut unlogisch? Welche Entwicklung hat Sie überrascht? Im Marketing jetzt speziell? Ja. Ehrlich gesagt, ich sehe keine große unlogische Entwicklung, sondern ich denke eher, dass der Trend hin in diese, wie ich finde, logische Richtung geht, dass Unternehmen sich mehr und mehr Gedanken darüber machen, wie sie intelligent eine emotional verbindliche Beziehung aufbauen können zu den Konsumenten. Würden Sie jeden Satz unterschreiben, das Große scheitert oft im Kleinen? Also wenn man eine Vision hat, wie man kommunizieren möchte, dann ist es eben im Kleinteilen, wo die Probleme stecken. Beispiel, auf Twitter hat eine Teilnehmerin gesagt, jetzt reden heute alle von der Zukunft der Bots und diesen neuen Kommunikationsmethoden, aber ich weiß ja nicht mal, mit welcher Fragestellung mich der Bot versteht. Ja, also das könnte man zum Beispiel nennen als etwas, wo etwas in eine nicht ganz logische Richtung geht, weil man eben linear, digital nach vorne denkt und nicht sozusagen den menschlichen Faktor mit einbezieht. Wenn nämlich Bots eingesetzt werden, das war ja auch vorhin in einem vorigen Beitrag ein Beispiel, um mit den Konsumenten zu kommunizieren, also Automatisierung von Kommunikation, das macht eben an einigen Stellen durchaus Sinn, an anderen wiederum weniger. Und dann ist es nämlich wichtig, dieses Mindset zu haben und ein ganzheitliches Verständnis von Kommunikation und auch Marketing, um entscheiden zu können, an welchen Stellen ist es sinnvoll, auf die Digitalisierung von Kommunikation im Sinne von Bots beispielsweise zu setzen oder eben gerade nicht und den persönlichen Kontakt zu pflegen. Jetzt haben Sie auch von dieser neuen Marketing-Ära gesprochen, Beyond Product, das ist auch so ein Buzzword. Mir kommen dann ganz simpel die alten Coca-Cola, McDonald's oder Schweiz-Tourismus, Image-Kampagnen in den Sinn, wo ja schon immer auch auf ein Gefühl gesetzt wurde, auf einen Lifestyle, den man verkaufen möchte anstelle eines Produktes. Wo genau ist der Unterschied zu dem, was Sie heute predigen? Der Unterschied ist, dass das von sehr viel stärkerer Relevanz ist als früher und dass es früher im Rahmen einer klassischen Kampagne eben ausgestrahlt wurde sozusagen und sich dann auch mehr oder weniger versendet hat. Und heute ist es so, dass diese emotionalen Faktoren
letztlich viel stärker im Zentrum stehen und auch nur den Ausgangspunkt eigentlich bilden für eine längere Beziehung, die man dann aufbaut. Also das ist zumindest die Vision, die man haben sollte als Unternehmen oder als Marketingzuständiger, dass man das eben nicht als eine Episode sozusagen betrachtet, die dann abgeschlossen ist und man guckt mal, wird schon irgendwas passieren, zurückkommen, sondern darauf aufbaut und sozusagen den roten Faden aufnimmt und ihn weiterspinnt. Gefühle brauchen Zeit. Es gibt die Liebe auf den ersten Blick, aber sehr oft braucht es ein bisschen Zeit, dass sich etwas entwickelt. Und gleichzeitig sind wir eine sehr ungeduldige Gesellschaft geworden. Wenn die Website nicht sofort funktioniert, sind wir genervt. Wenn wir ein Video sehen, klicken wir weiter, wenn es uns nicht reinzieht in den ersten paar Sekunden. Wie soll ein Unternehmen, das bis jetzt vielleicht zu wenig auf Emotionen gesetzt hat, möglichst schnell und gut die Kunden erreichen? Was würden Sie uns als Lektion, als Takeaway mitgeben von Ihnen? Also der wichtigste Takeaway ist, glaube ich, sich als Organisation zu redefinieren oder zu gucken, wie man aufgestellt ist und ob die Kommunikationskultur innerhalb des Unternehmens dafür vorbereitet ist. Ja? Und erst dann kann man auch die ganzen weiteren Ziele in Angriff nehmen, beispielsweise Kunden möglichst schnell zu adressieren und diese ganzen Punkte, die auch wichtig sind. Ja, also diese sehr begrenzte Aufmerksamkeit von Konsumenten in Zeiten der Digitalisierung irgendwie zu graspen, das ist nur möglich, wenn man intern in der Organisation eine entsprechende Kultur aufgebaut hat. Und ich glaube, das ist der entscheidende Ansatzpunkt, um diese Maßnahmen anzugehen. Wie steht es denn mit Ihnen als Repräsentant der Snackification-Zeitalter so quasi? Wann haben Sie zuletzt einen langen Artikel gelesen oder einen langen Film geschaut? Das kommt zum Glück noch relativ häufig vor. Ich versuche mich auch, ich glaube, das tun wir ja auch alle. Also wir befinden uns ja in so einer Phase, deswegen digitale Hysterie und es kommt auch eine digitale Achtsamkeit. Wir haben das im Zukunftsinstitut mit dem Begriff Online besetzt. Also wir nehmen, glaube ich, alle mehr oder weniger wahr, dass uns das ein bisschen überfordert, dieses ständige Angebundensein an den Infostream und entscheiden bewusster, ob wir uns digital involvieren oder nicht. Was heißt das bei Ihnen konkret, persönlich? Das bedeutet zum Beispiel, dass ich wirklich nicht mehr so häufig in irgendwelche Social-Media-Geschichten reingucke, sondern das bewusst mehrmals am Tag zwar mache, aber dann auch so en bloc quasi. Und dieser ständige Griff zum Smartphone, das ist etwas, wo ich schon einen Blick dafür entwickelt habe, dass ich das nicht weiter zur Gewohnheit werden lasse, sondern dass ich das bewusster nutze. Herzlichen Dank, Christian Schuld, für diese Ausführungen. Danke auch.